Ja, weiter geht's mit Elix und wir sind hier beim Eldur. Der Eldur wollte gerne wieder in die Taverne, weil der Hammerclan nicht bewirtet werden durfte. Und ich habe Oran überredet. Und Eldur, Oran wird euch wieder bewirten. Oran wird euch wieder bewirten. Wirklich? Du hast es wirklich fertiggebracht, diesem starrköpfigen Eisenclaner Sinn einzureden? So in der Art. Mir egal, wie du das angestellt hast. Hauptsache, ich kriege wieder meinen Feierabendtrunk. Als kleines Zeichen der Dankbarkeit vom Hammerclan. Okay. Gut. Dann haben wir das auch. Was mache ich jetzt weiter? Es ist jetzt ziemlich schwer zu gucken jetzt. Weil viele Sachen sind ja in der Quest. Übrigens, das schöne Schwert haben wir ja auch, aber das können wir nicht benutzen. Wir müssten auch mal irgendwie einen Lehrer finden und so viele Sachen. So, Edan, das Gesetz der Berserker und wir müssen Erntezeit. Ja, können wir nicht weitermachen. Elix, Mana-Schrein. Kaldrim erklärte mir, wo ich die Krypta finden kann. Das ist wahrscheinlich auch nicht gerade so einfach. Ich schätze mal, das sind so Sachen, die echt... So, Oran sagte, er wird niemanden bedienen, der gegen das Gesetz in Goliath ist. Ich muss ihn dazu bringen, es doch zu tun. Das haben wir doch. Oder kann ich mir jetzt irgendwie nochmal angucken? Okay, das war nochmal Eldur und das war Oran. Jetzt haben wir nochmal andere Quests, oder? Na? Was ist Mana? Nix da, ich hab schon genug Lehrstunden gehalten heute. Wenn du mehr über Mana wissen willst, dann sprich mit Kaldrim. Okay, du bist wohl des Öfteren von Neuling ausgefragt. Ich denke darüber nach. Mach, wie du willst. Ja. Was ist? Ja gut, das hat sich denn auch so. Jetzt muss ich nochmal zu Oran, oder? Wie mache ich das jetzt? Lass den Unfug. Ach komm, halt die Backen. So, Clanstreit. So, okay. Ey, du hast gesagt, das ist Oran vom Eisenclan. Der Tavern wird viel gezockt. Das habe ich jetzt auch. Oran sagt, ach so, okay. Jetzt muss ich nämlich zu Dingen. Entweder finde ich Angrim oder ich gehe zu Kormak. Gehen wir zu Kormak. Weil Angrim finde ich irgendwo nicht. Ich würde gerne mit denen reden. Muss ich mir heutzutage vorstellen, was wir jetzt heutzutage ohne Technik machen würden, aber wenn zivilisiert genauso weit. Das wäre eine ganz spannende Sache, wie ich finde. Da würden wahrscheinlich nicht viele mit klarkommen. Das könnte dann das Ende sein. Ist das denn ernst? Ne? Suchst du etwas? Ja, ich suche Angrim. Die Dinge bleiben besser unausgesprochen. Echt jetzt? Ich finde Angrim ist das so. Ernst? Wie soll es denn jetzt weitergehen? Muss Angrim. Ich will damit nichts zu tun haben. Ist der so versteckt? So eine Scheiße. Verdammte Technik. Ach, reg dich nicht so auf, Mensch. Ist alles zum Vorteil für die Berserker. Ich werde mal hier hochlaufen. Muss doch irgendwo sein. Wo ist der? Verstehe das echt langsam nicht mehr. Und jetzt wird es auch schon wieder dunkel. Also Kormak hin, Kormak gucken, was Ragnar sagt noch, wie wir unsere Einstellung haben. Wie er uns gegenüber ein. Du Riss? Nee. Also bei den Skins haben sie nicht gerade so gemacht, ne? Also ist so ein bisschen. Oh, Kormak. So, ist er schon im Bett oder was? Ach, da. Der Ärger mit dem Eisenclan ist vorbei. Sehr gut, was hast du getan? Ich habe dafür gesorgt, dass Oran den Hammerclan wieder bewirtet. Ist das so? Dann hoffe ich, dass es in Zukunft ruhiger zugeht. Gut. Sollte es noch einmal Stress geben, kümmere ich mich persönlich darum.
Okay. Mach das. Mach das. Danke dir, dass du dich um alles gekümmert hast. Hier hast du eine kleine Entschädigung. Ich übernehme ab hier. Na, also das war ja so, dass man... Heilerin, du bist wohl die Freundin, wa? Wir verplappern keinen. Warum? Wir wollten ja nicht mehr anstiften zum Ärger, ne? Jetzt gehen wir mal zu Ragnar, gucken wir mal, was die Leute über uns sagen. Ich habe ja schon eigentlich ein paar Leuten geholfen, ne? Hey, Ragnar. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will, was meine Unterstützung angeht. Was meine Unterstützung angeht? Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Eine der Wachen hat gesagt, du taugst was. Das alleine überzeugt mich noch nicht. Bond sagt, du hast ihm bei seinem Mutantenproblem geholfen. Bei den Werkern am Schlund hast du wohl jemandem keinen Gefallen getan. Zumindest höre ich nicht nur Gutes von dort. Meine Frau scheint große Stücke auf dich zu halten. Ich denke, du kannst noch weitaus mehr für uns tun. Streng dich an. Ach, toll. Du sagst gerade, du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Du erwähntest eine spezielle Aufgabe, wenn ich euch beitreten will. Richtig. Also hör gut zu. Um den Sieg gegen die Alps auf unserem Boden zu ermöglichen, waren wir gezwungen, unsere Kräfte zu bündeln. Wir können es uns aber nicht erlauben, die anderen Gemeinschaften aus dem Auge zu verlieren. Darum wird es deine Aufgabe sein, mir den Bericht aus mindestens zwei der anderen großen Städte zu bringen. Welche das sind, sei dir überlassen. An deiner Stelle würde ich fürs Erste das Fort in der Wüste von Tavar aufsuchen. Oder aber du brichst zum Relikt von Abessa auf. Ansonsten schlag dich bis zum Hort der Kleriker nach Ignadon durch. Oh, ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Warum stellst du keinen deiner Leute dafür ab? Weil du mir deine Unterstützung angeboten hast. Hm. Wenn du hier bist, um nur auf die Schnelle ein paar Splitter zu machen, wirst du niemals zum Berserker taugen. Also tu, was ich verlange, sonst wird dir unsere Gemeinschaft auf ewig verwehrt bleiben. Außerdem hört es sich schwieriger an, als es ist. Komm nicht vom Weg ab, dann sollte es ein leichtes sein, dein Ziel zu erreichen. Vergiss nicht, was der Preis für deine Bemühungen sein wird. Die Geheimnisse unserer Magie vertrauen wir nicht jedem an. Unsere Feinde kennen ihre Macht. Was meine Unterstützung angeht. Gut, ja, also haben wir schon wieder irgendwie eine tolle Quest gekriegt, dass ich irgendwo in die Walachei muss. Ja, super. Toll. Es wird immer besser hier. Ja, Duras kann ich ja nicht mitnehmen, oder kann ich Duras mitnehmen? Wie steht es um deine Kampfkraft? Wie steht es um deine Kampfkraft? Ich bin bereit. Duras steht nur drei zu dir. Kommst du jetzt mit? Nö, war ja klar. Sind die Clans hier oben vertreten? Kann das sein, dass ich hier jetzt den anderen hier oben sehe? Weil ich zu blöd bin, oder? Nö. Hat dich jemand eingeladen? Nö. Was hast habt ihr denn? Hast du dich verlaufen? Ich guck doch nur, ich such doch nur die Leute. Ihr seid so fies zu mir und gemein. Ich glaube, ich gehe mir ein Bett suchen und schlafe bis zum nächsten Tag und dann kann ich da ja auch weitermachen. Der hat mir ja gesagt, oben kann ich die Betten benutzen. Penne ich da eine Runde? Elektroschrott. Ja, auch gut. Irgendwo im Bett. Bett schlafen. Bis zum nächsten Morgen schlafen. Ta, 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 ta. So. Was haben wir da denn? Wer gibt der Zettel? Ja, schön. Das sind so echt ein paar komische Sachen, wo ich einfach nicht durchblicke bei dem Spiel. Das ist echt schwierig. Ich sagte ja schon auch in der vorigen Folge manchmal, man muss sich einfach hinsetzen und mit dem Spiel irgendwie versuchen auseinanderzusetzen vorher. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Die Waffen sind aus dem Verkehr gezogen. Jora wird sie unbrauchbar machen. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Du hast mir mit dieser Tat einen großen Gefallen getan. Und auch unsere Gemeinschaft schuldet dir Dank. Da,
Für dich. Ja, also es ist schwierig durchzusehen. Ich schätze mal, wenn man jetzt alleine spielen würde und nicht ein Let's Play machen würde, dann wäre man viel damit beschäftigt, sich einfach hinzusetzen, auseinanderzusetzen mit der ganzen Sache und immer wieder nur zu kommen. Irgendwie kommst du mir bekannt vor, Koma. Irgendwie kommst du mir bekannt vor. Gut. Questiger welcher? Erntezeit haben wir, Elix-Nachschub, Aufbruch zu fernen Ländern. Ja, das könnten wir auch machen. Waldputz. Ja, geschwächte Alp. Alps sind eine permanente Bedrohung. So in Eden haben sie sich breit gemacht. Geschwächte Alp. Eden. Gefährten Zahn um Zahn. Berserker Asgore ermordet worden. Soll ich Duras dabei helfen, den Mörder zu finden? Das hatten wir. Eine halbe defekte Beschlechtdose. Das haben wir auch. Hauptmission, Kontakt, das ist ein kleiner Vorposten. Ah, und hier ist meine Rache, fällt zu. Okay, also, Gesetz der Berserker, Aufbruch zu fernen Ländern. Immer dieser Technikram. Ach, sei doch nicht so. Ich weiß, du stehst drauf. Das Relikt. Was haben wir denn hier? Der Hort. Und hier haben wir das Fort. Mist, dass wir da keine Dinge haben. Hui! Wow, also manchmal fällst du echt schnell, Digga. Digga, da fällst du voll fast, Alter. Voll fast fährst du da runter, weißt du? Das ist nicht nett, du. Gehabt. Too fast. Too furious. Dann werden wir mal rausgehen. Werden uns auf den Wegen. Also werden wir bleiben. Ich habe ja keine Lehrer, obwohl ich kann mal ganz kurz gucken. Die Lehrer sind ja alle hier, ne? Hier haben wir einen Überlebenslehrer. Hier haben wir einen Überlebenslehrer. Hier haben wir einen Kampflehrer. Und einen Handwerkslehrer. Wir könnten jetzt natürlich mal gucken, ob wir den Überlebenslehrer hier vom Born, aber ich glaube, das reicht alles gar nicht, ne? Ich glaube, die reichen alle überhaupt. Gucken wir mal die Punkte. Ist das hier? Überleben. Uns fehlt in der Konstitution. Konstitution. Intelligenz fehlen wir auch. Tiertrophäen. Oh, was? Uiuiui, das ist ja noch genug hier. Also wir kriegen die Sachen ja auch erst, wenn wir, glaube ich, die anderen Sachen auch dafür freigeschaltet haben. Und ohne das wird ziemlich schwer. Also muss man sich immer darauf einigen, wo man welche Sachen reinpacken möchte. Hier fehlt zum Beispiel nur ein Punkt, um mal die Nahkampfwaffen zu verbessern. Oh, hier hatten wir, glaube ich, da haben wir eins. Granaten. Erhöht den von dir ausgeteilten Schaden mit Handgranaten. Wow, toll. Super Sache. Das freut mich ja jetzt richtig zutiefst. Nicht. Und die Sachen, die ich gerne machen möchte, die kann ich nicht machen. Also, das ist alles für die Katz. Berserker, ich könnte, will mir aber gar keiner machen, weil ich bin nur noch bei gar keinen drin, ne? Das ist erst, wenn ich bei einem in der Gemeinschaft angenommen wurde und dann kann ich da erst weitermachen. Ja, da wir so langsam auch, glaube ich, am Ende kommen jetzt von dem Spiel. Also nicht von dem Spiel, ich meine von der Folge. Und wir müssten uns ja woanders hin bewegen. Weil ich euch, glaube ich, einmal kurz noch die Aussicht zeigen hier. Und die Pfeile klauen. Und leider haben wir den Angrim immer noch nicht gefunden. Leider, leider. Da drüben ist auch noch irgendwas. Na, guck mal da, bei dem Teleporter. Teleporter. War ich auch noch nicht. Den nehmen wir noch mit. Da haben wir einen schicken Teleporter.
glaube, das ist zwar der Eingang gewesen. Ja, das war der Eingang. Aber ich habe den Teleporter nicht mitgenommen. Teleporter wurde aktiviert. Ist das nicht schön? Wir haben einen Teleporter gefunden. Ein noch. Was? Kleiner Haltrank? Ja. Wir haben einen Teleporter gefunden. So viel zur Technik, ne, Jungs? Überall stehen die Teleporter. Und ihr sagt, ihr mögt keine Technik. Und lasst sie trotzdem überall stehen, statt sie zu verschrotten. Ihr seid mir ein paar Bengelstängeln, wisst ihr das, ne? So, gut, dann würde ich mal sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Elix. Mal haut rein, schönen Tag noch. Ciao.